Lieben und herzlich willkommen zu Tasty Tasty. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura. Und heute gibt es mal ein ganz anderes Video. Und zwar zeige ich euch meine Geschenke. Denn ihr habt bei Instagram gefragt, was hast du denn so geschenkt bekommen? Und dann habe ich mir gedacht, so machst du mal ein Video, weil ich habe es schon ganz oft gesehen. Und ja, vielleicht gefällt es euch. Ansonsten tut mir leid, wie ich aussehe. Ich habe überall Quaddeln im Gesicht vom Heuschnupfen. Kennt ihr das? Boah, wenn ihr ultimative Tipps habt, bitte, bitte in die Kommentare. Ich bin müde des Todes, meine Augen jucken. Ich habe nur Schnupfen und jetzt fangen hier auch noch diese Quaddeln überall an. Katastrophe, Leute. Ich würde sagen, wir fangen an. Und zwar mit echt coolen Geschenken, weil ihr habt euch echt Gedanken gemacht, die hier so zugucken, beziehungsweise die da waren. Fand ich mega cool. Also von Sachen, die ich so bei Instagram erwähne, da erzähle ich halt sehr viel von meinem Leben. Oder auch so, wenn ihr mich halt kennt, einfach finde ich echt cool, dass ihr euch solche Gedanken gemacht habt. Und da fangen wir einfach mal an, weil die, die mir folgen bei Instagram, ich verlinke euch meinen Kanal in der Infobox, wissen, dass ich Toblerone liebe. Und dann habe ich nicht nur eine große Toblerone-Schachtel bekommen, sondern eine personalisierte Toblerone-Schachtel. Fand ich mega cool. Und natürlich auch Kinderkarts, die liebe ich ja. Und dabei war dann auch noch so ein Riesenfoto, was wir auch im Spaziergang gemacht haben. Mit der lieben Ziolki. Fand ich total süß. Und dann war da noch ein Gutschein für eine Massage dabei. So sieht das aus. Finde ich auch cool. Ich war noch nie bei einer Massage, Leute. Wirklich noch nie. Irgendwie geht die Zeit ja immer für Kinder drauf und so. Deswegen war ich da noch nie. Toffifee, ich glaube, die wissen alle, dass ich viel Süßigkeiten mag. Meine Freunde und Bekannten. Dann ein Reisegutschein. Weil wer Kinder hat, weiß, wie teuer Reisen in den Ferien ist. Das kann man wirklich immer gebrauchen. Ich greife jetzt einfach mal hier so raus. Ich habe hier so eine riesen Tüte, einen riesen Karton bei. Dann war hier so eine süße Schachtel bei. Und da sind so ein paar Sachen drin. Und zwar immer so ein Shopping Queen. Passt ja. Keksstempel. Von Dresdner Essenz ein Pflegebad. Und von Frutini, kenne ich gar nicht, ein Bodyspray mit Mango, voll süß. Dann noch ein Lippenstift von Colorish, kenne ich gar nicht. Ach, von L'Oreal. Ich denke gerade, was ist das denn? In so einem coolen Pinkton. Und ganz viele Bonbons. Voll süß. Als nächstes, hey, nochmal Kinderkarts. Die kennen mich, Leute, die kennen mich echt. Dann habe ich hier von Philippi so eine coole Blumenvase bekommen von meiner Oma. Und Geld, da spreche ich jetzt nicht drüber, wie viel das ist. Als nächstes von meiner anderen Oma auch Geld. Und hier so eine Orchidee, die nicht kaputt gehen kann. Für meinen besonders grünen Daumen kann nichts mehr schief gehen. Was haben wir hier als nächstes? Ein Douglas-Tütchen. Achso, da ist ein Douglas-Gutschein drin. Und so ein Pröbchen von Jill Sander, das habe ich früher geliebt. Leute, kennt ihr den Duft noch? Fand ich total cool. Das war, glaube ich, so mein Einsteigerparfüm oder so. Hier ist wieder ein Tütchen von meiner lieben Tani. Da ist auch nochmal ein Douglas-Gutschein drin. Ich weiß gar nicht, ob der von ihr ist. Ich habe auch manches einfach so zusammengeschmissen. Ein Kärtchen noch. Ach so, ein DM-Gutschein. Nee, der ist, glaube ich, von ihr. Und der war von Carina oder so. Ich weiß gar nicht genau. Warum schreibt ihr alle nichts drauf, von wem was ist? Voll süß hier, so ein Duschgel, Superpower-Duschgel mit Erdbeerduft. Leider rieche ich ja nichts durch meinen Heuschnupfen. Aber doch, das ist schon Erdbeerduft. Und sie hat mir die Becker Highlighter-Palette geschenkt. Voll cool, guckt euch die mal an, mega. Tada, ist die nicht schön? Oh, danke. Aber ist alles schön, was ich bekomme. Ich sage ja, also so einen kreativen Geburtstag hatte ich noch nie. Ein kleines Säckchen, kann man ja auch immer mal gebrauchen. Ne? Was haben wir als nächstes hier? Ach so, das war meiner besten Freundin ein Bad. Und dann hat sie mir so einen Gutschein geschenkt für Picture People. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein, ja, so ein Fotoshooting-Gutschein. Finde ich auch mega gut. Als nächstes nochmal ein Reisegutschein. Und voll süß von meiner Mama auch noch. So ein, ja, das ist so, ich weiß gar nicht, ob das Kaschmir ist. So ein Strickjäckchen. Aber guckt euch das mal hinten an, wie schön das ist. Voll toll bedruckt und mit so Swarovski-Steinchen. Mega hübsch, finde ich das. Ah, von der Lauri. Wow, da dachte ich erst, was ist das denn für eine Verpackung? Aber das fand ich im Endeffekt richtig cool, weil das ist von Lush und das haben die hier drauf geschrieben.
Wo ist es denn? Hier. Dieses Tuch besteht aus 205er Recyclingflaschen. Mega geil. was ist denn alles drin? Also ein ganzes Paket auf jeden Fall von Lush hier. Moment, ich weiß gar nicht, ob ich euch das zeigen kann. Oh, ich glaube, ihr seht es nicht, oder? Das Tuch verdeckt. Ich zeige es euch einfach so einzeln. Und zwar einmal ein Charity-Pot Hand- und Body-Lotion. Eine Not Sleepy Shower Bomb. Soll ich die auspacken mit euch? Ich weiß gar nicht. Die auch. Komm, wir packen die aus. Ich benutze die ja sowieso, ne? Das sieht aus wie so eine Zitronenpresse, voll cool. Was haben wir als nächstes? Boah, hier ist so viel drin. Die ist verrückt, die Laura. Marshmallow World Bath Bomb. Oh, die riechen immer so gute Sachen, ne? Oh, guck mal, wie schön die ist. Oh, viel zu schade zum Benutzen, ehrlich. Dann haben wir... Ich gehe auch so viel baden einfach immer. Ihr seht das bestimmt bei uns. Wie süß ist die denn? Wie so ein kleiner Kaktus. Guck mal, mega niedlich. Wie heißt die denn? Flowers Barrow 17. Okay, was ist hier drin? Guck mal, das ist so ein Lolli oder so. Candy Bubble Brush. Wie das aussieht. Mega, so ein Eis am Stiel. Was ist krass, dass die so pink sind. Wie kriegen die das hin? Was haben wir denn noch hier? Pearl nennt die sich. Ach cool, was ist das? Ist das auch so ein? Aber ich glaube, das ist mit so Ölen, kann das sein? Massagebutter mit sinnlichem Rosenduft. Oh, das riecht mega gut. Hier ist noch was ganz Kleines drin. Was ist das denn? 7-to-3. Gucken wir mal, was da drin ist. Was ist das denn? Das müssen wir jetzt aber erstmal rausfinden hier. Was ist das? Kompostierbares Verpackungsreinigungspad mit frischem Traubenorchideenaufguss und gemahlenen Gartenbohnen. Befeuchtet dein Gesicht und eine Ecke des Pass mit Wasser. Das Pads mit Wasser, reinige mit dem Pad dein Gesicht und deine Lider. Anschließend das Gesicht waschen. Cool, noch nie gesehen. Ja, und dann könnt ihr halt dieses Tuch auch noch mit verschiedenen, also so in verschiedenen Techniken knoten. Und dann waren hier noch so süße Osterservietten dabei mit Häschen. Ja, als nächstes, was haben wir hier? Ach so, hier ist Wein drin. Wein kann man natürlich auch immer gebrauchen, oder Leute? Der ist auch mega lecker, der von Brie. Und da ist nochmal ein Gutschein fürs Rhein-Ruhr-Zentrum drin. Kann man auch immer gebrauchen, Gutscheine. Und jetzt habe ich noch so ein mega cooles Paket hier drin. Und da haben sie sich auch echt Gedanken gemacht, beziehungsweise meine Videos geguckt. Und da sind alles Sachen drin, die ich liebe, beziehungsweise auch immer vorgestellt habe, dass sie mir gut gefallen haben. Und da zeige ich euch jetzt einfach mal ein bisschen was. Und zwar einmal diese Tuchmaske. Die benutze ich halt wirklich viel. Von Garnier, die Hydra Bomb. Mit Sakura-Extrakt und Hyaluronsäure. Dann die Schäbens, ja, diese Serumkapseln, nutze ich auch immer voll viel. Und hier, die fand ich auch mega gut, diese Steam Mask. Hallo Yannick. ja, von L'Oreal El Vital, die fand ich auch richtig gut. Also alles wirklich Sachen, die ich vorgestellt habe und echt gut fand. Und zwar vom Balea hier dieses Augen, die Augencreme. Die kannte ich tatsächlich noch nicht, aber ich glaube, die haben sich gedacht, Glitzer passt immer. Und zwar eine Peel-Off-Maske Sweet and Fruity. Und die habe ich tatsächlich noch gar nicht entdeckt bei DM, muss ich sagen. Das auch, da schwöre ich ja drauf. Egal ob von dieser Marke oder egal ob von Balea, die ist auch wirklich gut. Und zwar diese Dreamlength-Maske ist das. Das benutze ich ja tatsächlich immer als Badeschaum. Das ist jetzt als Duschgel hier drin. Und zwar das Kokosnussduft von Palmolive. Und dann noch hier eins, das hatte ich als, ja, als so ein, wie heißen denn diese kleinen Sachets oder so? Entschuldigung, ihr seht mich gar nicht so gerade. Von, sag mal schnell, von Kneipp hier diese kleinen, wie heißen die denn? Diese einzelnen Bäder. Und das haben die mir als ganze Flaschen noch dazu getan. Voll süß. Und hier ist auch noch ein Kärtchen drin. Da steht bestimmt auch noch was bei. Ups. Ach, die sind ja verrückt. Da ist ja auch noch ein DM-Gutschein dabei. Das habe ich gar nicht gesehen. Ach, ihr seid doch crazy, Leute. Ihr wisst, wer gemeint ist. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an alle. Also das hat echt, das hat mir alles so gut gefallen. Mega schön.
Ich freue mich. Es war ein schöner Geburtstag. Wir haben richtig schön gefeiert gestern. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ist mal was ganz anderes, habe ich gedacht. Wie gesagt, ich bin gerne offen für eure Tipps gegen Heuschnupfen, weil, ne, ich bin am Ende, Leute. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ich verlinke euch hier natürlich noch zwei neue Videos. Hier ein Abo-Knöpfchen. Freue mich, wenn ihr einschaltet und mich abonniert. Sagt bis dann und tschüss, eure Laura.